Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren mui spektakulären Episode Let's Play Sons of the Forest. In der letzten Episode haben wir uns quasi fürs Finale vorbereitet. Wir haben Munition, also Sprengstoff hergestellt, ein bisschen Rüstung und so weiter und so fort. Nom Nom ist natürlich auch fertig, aber wie es weitergeht nach dem Intro, viel Spaß. Und da sind wir auch schon wieder. Hallo, Frau. Hallo. Ready for the shit? Jein. Jein. So, ich sag schon mal, schau Marvin, schau Deko. Andres. Ja, Doppelbesetzung, sind hier auf der Fensterbank. Ich rede hier von Monsieur Elch und Monsieur Turtle. Ach so, ja, sorry. So, jetzt noch Nom Nom machen. Dass wir auch wirklich, wirklich gut gestärkt sind. Dann so, schnappen wir unseren Hängegleiter, weil der finale Bunker, der war nämlich natürlich auf der anderen Seite der Map. Wo auch sonst? Hallo. Ich bin komplett voll. Das hab ich vernommen, ja. Ja. So. Aber kein Gegner, ne? Ist in diese Fallen reingelaufen. Ja, weil wir seit Ewigkeit nicht mehr angegriffen werden. Aber warum? Ja, weil die Angst haben. Weil das kleine Wagimumus sind. Wagimumus. So, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal unseren Gleiter und verpissen uns. Aber was eine nice Location, ey. Junge, Junge, Junge. Mhm. Schönes Lager. Das hier könnte man so sich halt auch einen Urlaub vorstellen, ne? So. Ja. Das ist schon. Aber bitte ohne Monster. Ja. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Höhe überwinden. Aber das sollten wir hinkriegen. Und ja, ich hab Bock zu fliegen. Zu Fuß um den Berg drumherum habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Fühle ich nicht. Wir sind ja jetzt erst vor kurzem gefühlt um die ganze Map gelatscht. Ich glaube, die Absprungrampe hilft uns nichts, weil du nicht weißt, wie man mit dem Gleiter Höhe gewinnt. Ja. Hallo, Lager. Ist auch sehr zeitaufwendig. Ich weiß auch nicht, ob das geht. Die Videos, die ich diesbezüglich mal gesehen habe, sind schon ein bisschen älter und kann auch sein, dass sie das gepatcht haben. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier hoch? Wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Ja, die Seite? Das kann sein, ja. Sieht so aus. Ja, wir müssen nämlich jetzt leider erstmal ein bisschen an Höhe gewinnen. So, nach einem kurzen Cut sind wir endlich oben auf dem Berg. Unser letzter wirklich großer Flug. Wir bauen jetzt nur eine Stelle, wo wir abspringen können. Hast du eine? Ich nehme die hier. Sieht relativ gut aus. Wo ist mein Gleiter? Hallo? Warte, in welche Richtung müssen wir denn fliegen? Flieg mal einfach hinterher. Wolltest du doch. So, okay, wir nutzen da unten diesen kleinen Fluss gleich als Hilfe. Brauchen wir eigentlich nicht, aber das ist so mein kleiner Lobpunkt. Ein bisschen nach unten. So gewinnt man übrigens Höhe. Du baust Speed auf, richtest dich so ein bisschen nach dem Ding aus. Hm? Dann immer rauf, runter und so. Ja. Ja. Und ja, wir fliegen zu dem, wenn du deine Map aufmachst. Ich habe 3 Blinky Builds. Ja. Einmal am großen See, dann einmal zu unserer Linken und einen unten am Strand. Zudem unten am Strand fliegen wir. Zeit noch mal ein bisschen the view zu genießen. Ist halt wirklich schön. Eiskalt. Noch mal einen wirklich schönen Rundflug.
Und hier schaffen wir es auch mit von der Höhe her ganz locker runter zu unserem Lager, ne? Mhm. Aber ich fliege jetzt schon straight in die Richtung langsam. Alter. Ah, ist nichts für Leute mit Höhenangst, Freunde. Nichts für Leute mit Höhenangst. Naja gut, ich hab Höhenangst, aber... Also das würde ich jetzt nicht in Real Life machen, aber sonst... Oh, voll geil, würde ich das finden. Hier wäre auch halt nochmal so ein richtig schöner Spot, über den ich gerade rüberfliege, mit dem Wasserfall und so. Ja. Und halt viel höher als du. Ja und, dann kommen wir langsam runter. Wollte auch irgendwann mal landen, ne? Landi-Landi-Maken! Ich bin jetzt oberhalb der Bäume. Ich auch, ich überhole dich gleich. Warte, aber... Ja. Und jetzt fliege ich einfach nur straight dahin, wo wir hin müssen. Mhm. Wir gleiten dorthin. Da unten ist noch ein Lager. Ich glaube, da, wo du hingleitest, ist bei mir gar kein Punkt. Mir scheißegal, folge mir einfach. Ja, ja, ja. Hey, ich hab doch vorhin mit dir gesprochen, hab gesagt, ja, das sind 3 Punkte. Jetzt sind bei dir keine 3 Punkte, oder was? Nee, bei mir sind nur 2. Ja, macht nichts, ich bin ja da. Fehlt dir irgendeine Karte oder irgendwas? Oder zeigt dir den Punkt einfach nur nicht an, weil du die Schaufel nicht hast? Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Oh, ich fliege über ein Lager drüber. Hallo! So, vielen Dank, dass Sie sich für Ente Airlines entschieden haben. Bitte klappen Sie Ihre Sitze nach, Ihre Tische nach oben. Wir landen jetzt. Das war ja eine Buddha-Schmufe-Landung. Ah, hier sind wir. Ah, da ist Batman. Weiten sieht das halt wirklich so aus, als ob da so ein Batman-Angehörig kommt. Okay. Nice. Gelandet. Wollen wir mal. Hier irgendwo war das. Ah, da. Kommst du oder heute nicht so? Ja, ja. Hast du Internetprobleme? Oder? Nee, ich hab gerade auf die Map geguckt. Wir sind da. Ja, diesen Punkt, dieser Punkt wird mir nicht angezeigt. Ich hab Angst. Wollen wir es wirklich machen oder lassen wir es lieber sein? Jein! Ciao. Okay. Gehst du wieder oder was? Ich gehe wieder. Lass mich nicht allein. Hier wäre sogar noch eine Leiterplatte. Okay. Beste Idee ever. Und am Ende können wir das noch nicht machen, weil du nicht auf meinem Stand bist. Dir fehlt ja eine Schaufel, ne? Ja, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Alter, habe ich hier gerade Lecks drin gehabt. Habe ich auch gerade erlebt jetzt gerade. Ja. Er lädt unser muy geiles Finale und so. Oh je. Als ob du aber diesen Punkt nicht hattest. Nein, komisch. Da war bei mir kein Punkt. Mystisch. Gut, vielleicht auch, weil du das Katana nicht eingesammelt hast und. Könnte man, hier ist, glaube ich, wirklich... Ja, ja, hier ist wirklich Ende. Okay. Oh, Essen. Nam. Die ziehen. Oh, geil. Okay. Dass ich meine Axt in der Hand habe. Das Ding sieht ein bisschen aus wie der Katana-Bunker. Hier ist noch Draht und Medizin. Hallo, Hasi.
Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Oh, der hat ein Herz auf dem Pullover. Sorry. Mhm. Wie du richtig angespannt bist, ne? Ich mach hier so Witze und du so, mhm. Beschützerinstinkt. Eine sehr vertrauenserweckende Blutspur. Ja, oh, geil. Mhm. Ist aber safe. Ja, safe. Gucke mal, die Kleber, die Klimakleber waren auch hier und haben die Scheibe vollgesaut. Aus was für Gründen auch immer. Okay, wir haben hier irgendwie zwei Gänge. Warte mal. Wir haben halt wirklich zwei Gänge. Was machen wir jetzt? Links, rechts, hallo? Ich würde erst rechts gehen. Ja, ne? Oh, scheiße. Da steht noch eine Tür auf. Guck, guck. Wie du einfach durchrennst. Ich habe einen Katana in der Hand. Was soll denn groß passieren? Wir können mal speichern. Sollten wir vielleicht auch einmal tun. Bitte einmal saven. Ab ein bisschen ja, Kacke in Hose. Jo, bei mir auch. Nee. Yeah. Hier hinten noch irgendwas. Aber hier ist halt wirklich original. Nichts. Nichts, nur der Speicherslot. Okay. Ja, da geht's nicht weiter. Aber das ist gut zu wissen. Ja. Dann wollen wir mal, Leute, ne? Diese Musik. Hi. Dem Herrn geht's nicht ganz so gut hier. Ist auch nicht warum. Muss ein richtig kacke Hotel sein oder so. Ja, es ist eher sowas wie ein naja, Museum. Also das sieht jetzt eher aus wie ein Museum, wie so ein Bildermuseum. Ich glaube, ach, das sind Bilder von diesem Kasten. Wäre es sinnvoll, jetzt mal langsam die goldene Rüstung anzulegen? Ich mach das jetzt. Frage. Wir brauchen die. Ja. Soweit ich weiß, sonst können wir es ja gar nicht triggern. Frage ist nur, wo ist meine goldene Rüstung? Hinten beim Lufttank. Da. Gar nicht gesehen. Okay. Oh ja. Sie ist sexy aus. Total. 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 Hier ist noch ein Gang. Wo beim... Hier ist... Nee, ich wollte nur gucken, ob hier was ist. Aber nee, da ist nichts. Wie, da ist nichts? Da ist nichts. Da geht's nicht weiter. Scheiße. Okay. Also das sieht schon schön aus hier, muss ich ganz ehrlich sagen, du. Ja, aber die Gesellschaft hier. Ah! Passende Kleidung für Alpha Kevin. Ich habe einen Schlafanzug hier gefunden. Toll. Nehme ich mit. Ah, hier liegt noch was. Doris, do you have any time for a quick drink? Ah ja. Da will jemand poppen. Oh, solche Hängedinger sind schon nice, ja. Die hätte ich gern auch, wenn ich irgendwann ein eigenes Haus habe. Oh, hier ist so wie so ein Kino-Ding noch. Ist auch cool. Das nenne ich mal eine anständige Glotze hier. Ja, so eine kriegen wir definitiv nicht. Wie, nee? Oder kriegst du definitiv nicht. Hä, natürlich, weißt, Alter. Weißt du, wie teuer die Kacke ist? Weißt du, wie gern man auf so ein Ding zocken kann, Alter? Ja, genau. Ja, was soll ich sonst mit einer Glotze? Ein bisschen zocken da drauf, vernünftig. Ah, nichts. Oh, Munition. Oh, viel Munition. Mhm. Oh, Jemine. So, ich guck mal da hinten das noch an, was du dir angeguckt hast. Er ist wie so ein Kino-Ding. Ja, gut, ne? Mit so roten Sitzen. Aber die Glotze ist ein bisschen klein dafür. Ja, lass mich ran. Die Glotze ist ein bisschen klein dafür. Ja, dann nimmt man ja wohl die große da. Nee. Na klar, Alter.
Aber es, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon cool gemacht. Ja, ich möchte Glotze haben. Ja. Ende der Diskussion. Oh, hier ist so ein... Eins Action Cam. Ach, du meine Güte, was war das denn? Da hat es irgendeine Chinesin zerlegt oder so. Ja. Schön. Oh, hier ist noch Stoff. Oh. Ach, hier hast du wie viele Glotzen ne? wollen die ihn haben? Ja. Ja. Hier kann man wieder speichern. Mach ich auch. Speichern. Wegen der Muni. Ja. Alleine schon, ja. Ja. Da ist ein Kreuz. Ich hab ein Kreuz gefunden. Oh, hattest du noch keins? Nee. Crosses, burn demons. Ja. Okay. Wissen wir. Ja. Wissen wir. Ah, hier ist es. Hat's Puff gemacht. Oh, hier ist noch Munition. Ihr versteht das Problem, ne? Wenn so viel Muni da ist, dann ist nix gut, diese. Wollen wir nochmal speichern? Können wir. Wie krass wollen wir uns gerade vorm Endfight drücken? Ja. Nein. Ach Quatsch. Drücken uns doch nicht. Wie abwegig. Hallo? Na, ich würde mal sagen, das Bad hat sich ist noch... Medizin? Bin voll. Sehr viel Medizin. Das kann sehr viel Medizin, bedeuten. Sehr, sehr viel Muni. Klingt sehr vertrauenserweckend. Go glaube, for it. Ist ja, let's diese... go. Nicht quatschen. Machen. Okay. Warte auf mich, sehe nichts. Wir sind da. Mach das Licht an. Sieht aus wie so ein schwuler C3PO oder so. Lass mich raten. R2D2. Ja, R2D2. Ich kann dir gerne mal meinen R2D2 in der Hose zeigen, Alter. Du weißt. Soll ich die Fackel weglegen oder? Wollen wir da jetzt rein oder eher nicht so? Okay, ja, let's go. Ich hab ja die goldene Rüstung an. Ja. Oh Gott, was haben wir getan? Angst. Und ab jetzt brauchen wir die auch, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich weiß nicht, behalte sie lieber mal an. Wollen wir lieber mit Nachtsicht arbeiten? Ja, können wir machen. Nachtsicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen chilliger. Oh, jetzt noch sehr hell. Okay, ich sehe halt original trotzdem nichts. Ja, weil hier ist trotzdem noch sehr hell ist. Wo ist hier was hell? Weiß ich nicht. Ist, ja. Selber, ne? Okay, Nachtsicht ist vielleicht nicht die geilste Idee. Ich sehe halt nichts. Ist wie ein fetter Anus. Ah, jetzt wird's besser, finde ich. Jetzt wird's besser, ja. Jetzt erkenne ich auch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Oh, Frau. Hallo. Oh, hier ist Lava. Mhm. Scheiße, wir haben uns ja hier durch die halbe Hölle gekämpft, Freunde. Es wird jetzt noch richtig... Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Was ist los hier, ha? Wollt ihr auf die Fresse, ja? Ja, wollt ihr?
krasse Typen, Mann. Hetzel, Fetz. Ach, du bist ja noch am Fighten, sag doch was. Was ist denn der? Halt! Oh. Du hast mir gefallen, läufst nicht immer da rein, wenn ich hier mit dem Käsemesser rumhantiere. Komm mal bitte zu mir, komm mal bitte zu mir. Was willst du da hinten? E drücken. Let's go. Ja. Ich glaube aber, wir können jetzt die ganz normale Rüstung anlegen, oder nicht? Ich hoffe, ja. Ich mach das jetzt gleich einfach, ganz ehrlich. Ja, aber die Goldrüstung ist nur... Hier ist noch ein E. Ja. Ja, hab ich. Gut. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war die Goldrüstung nur dafür da, das Tor zu triggern. Ja. Ich sag mal so, wenn es nicht so ist, werden wir es gleich herausfinden. Ich nehme jetzt ratzfatz die andere Rüstung. Ja. Hä? Hä? Ich soll mal Medizin nehmen. Ich habe immer noch diese Goldrüstung an, aber er hat mir die Teile abgezogen für... Hä? Nee, ich habe aber... Ich habe beides an jetzt. Oder wie? Okay. Nee, das kann nicht sein. Ja, doch. Hast du bei dir keinen Goldrand mehr? Nee. Ja, ich schon. Okay, YOLO, go for it. Raff ich nicht, macht nichts. Das Problem ist, ich kann Mutanten von so diesen Dämonen gar nicht wirklich großartig unterscheiden. Ich auch nicht. Wenn es dunkel ist. Wollen wir wieder auf Fackel umswitchen oder? Ja, können wir machen. Okay. Kann ich helfen? Kann ich helfen? So, wieder auf Feuerzeug geswitcht. Ich kann natürlich auch mit meiner Piu-Piu vorgehen. Ja, besser. Achtung! Oh mein Gott. Bleib locker. Hm, nicht schlecht. Du willst Muck-Muck machen? Okay, komm. Lass tanzen. Du hast nämlich ein paar Pfeile von mir, die hätte ich ganz gern wieder. Der lag vor meinen Füßen. Ja, ja. Der hat aber zwei Pfeile gefressen. Wo ist der zweite? Also Armbrustbolzen. Am Kopf. Bei mir ist keiner. Hab ich, oder? Okay. Okay, egal. Scheiß auf E. Ja, hab E. Gut. Oh. Ich bin ein bisschen angespannt, Freunde. Ein bisschen. Aber nicht. Das ist minimal. Okay. Medic rein. Sind das nicht diese Dämonen? Nee, glaub nicht. Ich glaube nämlich bei dir im Lager, als da mal Dämonen waren, die sahen genauso aus. Ich habe es nicht im Kopf. Ah, ja, hier ist der Bolzen. Ja, wenn einer kommt, können wir es ja herausfinden. Das Kreuz gerade in der Hand. Mhm. Ich habe meine Axt in der Hand. Als der Glaube nicht hilft. Komm mit der groben Kellomäke. Was? Ah ja, das muss man hier lassen. Eier. Wir brauchen Eier. Fuck, bin ich angespannt, Leute. Wisst ihr, was asozial wäre? Wenn ich jetzt hier einen Break mache, einen Cut. Nein, machen wir noch nicht. Wir haben erst so um die 25 Minuten. Weil das Kraxeln auf dem Berg, das habe ich euch jetzt mal ein bisschen erspart. Vor dem Flug, you know? Okay, hier muss man springen. Ja, dann springen. Oh! Auf dem Kopf. Alter, 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 Alter. Digga. Du bist auf dem Kopf. Ich habe mich gelandet. So... Ich habe mich mega erschrocken. Ich dachte mir so, was das?
Was das? War das? Ja, das oh, hier das. Ist ein großartiger Clip damals entstanden. Ne, Frau? Ja, nein. Ne? Nein, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Seil. Ist geil. Ich habe halt nur diese scheiß Goldrüstung. Er hat mir aber die anderen Teile abgezogen und ich sehe an meinem Körper auch Rüstungsteile ja dran. Ja. Okay. Ich kann nicht schlagen. Okay, let's go. Es ist zu ruhig gerade. Auf der anderen Seite ist wieder ein ja, zwei testen. Typis. Ja, Dämonen, Dämonen, Dämonen! Hinter dir! Dämonen! Ich will mein Kreuz, wo voll, ist mein voll. Kreuz? Voll, voll, voll. Na, hast du Aua? Au! Na. Jo, erster gone. Ja. Hast du mehr? Ja. Ja, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Pussy, 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 Pussy. Renn. Hast du Aua? Bleib hier. Der zweite ist auch gone. Na, na, na. Machst du Muckmuck? Das wollen wir aber nicht, ne? Nein. Finde zu Jesus, mein Freund. Jesus watching you. Entschuldigung. Finde zu Jesus. Jesus, hier oh. Auseinandernehmen? Ich stehe hier bei dem, bei. Da drüben ist nämlich noch einer, deswegen. Ah, ich habe eben gerade ein E gehabt, ja. Ich wäre ready? Ja. Okay, perfekt. Ja, der lag ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Ja. Okay. Wäre das auch geklärt? Hier ist der nächste. Mhm. Nicht, dass ich den. Oh, kacke. Ja. Ich hab ein E. Jo. Nicht, dass ich den aus den Augen verliere. Deswegen wollte ich erst die beiden machen. Weil der andere lag ein bisschen offener rum. Den finden wir instant wieder. Ja. Oder halt auch nicht. Doch. Ja. Ach, du hast ihn. Perfekt. Ich hab ihn. Jo. Perfekt. Finde zu Jesus. Es tut mir leid. Ich kann keine Mutantenrüstung mehr aufnehmen. Weißt du, wo die hingeflogen ist? Ach, da hinten. Unheimliche ja. Rüstung. Okay. Aber ja, ich sehe es, dass du noch die Goldrüstung an hast. Ja, ne? Aber ich habe auch Knochenrüstung. Die schimmerst du durch. Ja, ja, die hast du auch an. Ah, vielleicht bin ich einfach gerade der derbe Motherfucker. Vielleicht geht es ja, weil Knochenrüstung ist. Und ich habe ja die Mutantenrüstung an. Vielleicht geht es damit nicht so. Ich habe auch weißt Mutantenrüstung du? Am Arm. Ich hab beides, weil ich einfach GUHT bin. Warte mal, yeah, wie viel... Ich, konnte nix. Ich kann gerade mal gucken. Kann ich nicht mal anlegen. Doch, Mutantenrüstung geht auch. Bei mir hat der jetzt es automatisch abgelegt. Jetzt sehe ich aus wie so Lederlappen. Ja, bei mir hat er es nicht gemacht. Ihr müsst... Ich hab aber auch hier irgendwo keine Option, die abzulegen. Nee, ich habe auf Mutantenrüstung geklickt und auf einmal war die Goldrüstung weg bei mir. Bei mir ist die noch da. Nice. Hier ist eine Mutantenrüstung von dir noch, ne? Ja, nimm. Die ist irgendwie weggeschmissen. Ich kann keine mehr tragen. Die kannst du auch nicht. Nein, nimm. Cool. Gönn dir. Wo müssen wir lang? Hier lang? Ich schätz mal. Ja, ich hab auch. Rein ins Pupsloch, let's go. Aber, Freunde, so, jetzt machen wir es doch. Cliffhanger. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung da lassen, wir ein Träumchen ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Podlanze Gaming, Triebwerk und der Merch sind verlinkt. Ja, bleibt nichts weiter zu sagen, außer schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, macht's gut und ciao. Tschüss.